Hallo und herzlich willkommen zurück bei Space Engineers. In diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie man am besten in das Spiel reinkommt. Also ein Tutorial, wie man am besten startet. Daher befinden wir uns auch im Anfangsscreen. Wenn ihr eure Einstellungen alle gemacht habt, davon gehe ich mal stark aus, wollt ihr natürlich loslegen. Aber ihr wisst vielleicht nicht wie oder was ist das Beste, weil es gibt ziemlich viele Auswahlmöglichkeiten. Also, ihr geht auf New Game. Ich empfehle euch, anstatt Custom Game, da könnt ihr alles auswählen. Wie gesagt, da ist die Übersicht sehr groß. Ich empfehle euch Szenarios. Ihr könnt das Learning to Survive machen, aber ich empfehle Never Surrender. Ist ein genialer Modus bzw. Szenario mit ziemlich viel Herausforderung. Ihr könnt hineinwachsen, also ihr habt die Zeit. Ihr werdet nicht ins kalte Wasser geworfen und müsst dann loslegen und alles wissen. Nein, darum geht's nicht. Ihr könnt einfach auf Start klicken und die Welt wird generiert. So, im Ladebildschirm angekommen. Auf der linken Seite bekommt ihr ein paar Informationen. Wundert euch nicht, bei mir ist das alles auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, ob das auf Deutsch übersetzt ist, wenn ihr das Spiel auf Deutsch startet. So viel dazu. Hide Message of the Day. Im Hintergrund seht ihr den Titan. Das ist ein Mond vom Alien-Planet. Den könnt ihr leider noch nicht auswählen, wenn ihr Vanilla startet. Ihr habt gesehen, ich habe keinerlei Einstellungen gemacht, sondern bin einfach gestartet. So würden es die meisten machen. Deswegen geht es auch hier jetzt weiter. Titan. Schwierigkeitsstufe wird als hart angegeben, aber ganz ehrlich, ich finde es am einfachsten. Also für mich ist das der neue Easy Planet. Er ist übersichtlich, ihr findet Ressourcen ohne Ende, alles super. Europa. Lasst die Finger davon. Das ist der Mond von dem Mars. Auf jeden Fall, das Ding besteht nur aus Eis. Ihr findet keinerlei Metalle, Erze oder sonst irgendwas. Außer ihr sucht wirklich ganz genau. Aber soviel ich weiß, ist es ziemlich schwierig. Und vor allem am Anfang bringt es euch nichts. Mit dem neuen Survival Kit seid ihr auf Stein angewiesen. Lasst die Finger von diesem Planeten. Earth-like. Ja, wie der Name schon sagt, ist das die erdähnliche Umgebung, wird als einfach angesehen. Meiner Meinung nach nicht der beste Start. Ganz ehrlich, nicht der beste Start, denn durch die neuen Änderungen mit dem Ressourcenverwaltung ist es ein bisschen schwieriger geworden. Gerade auf der Erde, ihr spawnt random. Und wenn ihr im Gebirge seid und kein Eis in der Nähe habt, werdet ihr eure Hydrogenflaschen nicht mehr auffüllen können. Ihr braucht zwar keinen Sauerstoff zum Atmen, aber Hydrogen für euer Jetpack. Also, kann schwierig werden, muss es aber nicht. Es kommt darauf an, wo ihr spawnt. Kommen wir zum Mond. Der ist wirklich das härteste von allem, weil ihr landet in einem Rover. Und dieser Rover ist logischerweise in der Lage, sich zu bewegen. Ihr habt aber keine Atmosphäre. Das heißt, die Atmospheric Thruster, die dran sind, sind relativ nutzlos. Also ist das so eine Sache. Und wer auf dem Mond schon mal unterwegs war, von den erfahreneren Spielern, weiß, das Ding ist von Kratern überzogen, von Gebirgen und alles Mögliche. Mit einem Rover da lang zu fahren, ist tricky. Der Mars. Der Mars ist im Prinzip dasselbe wie der Titan, nur wesentlich größer. Das heißt, der Weg zu Ressourcen kann länger sein, muss aber nicht. Der Spaceport ist ganz interessant, wenn ihr im Weltall starten wollt, seid aber ein bisschen vorsichtig, was die Ressourcenbeschaffung angeht. Ihr seid auf Asteroiden angewiesen, ihr müsst die ansteuern, ihr müsst bremsen, eventuell dagegen knallen, wie auch immer. Ist nicht ganz so einfach, aber einfacher, wie es früher mal war. Ist übrigens ein sehr schönes Schiff. Und der Spacesuit. Lasst es. Bringt nichts. Weil ihr habt nichts. Ihr habt nichts, ihr könnt nichts bauen, weil ihr könnt nichts verarbeiten und, bringt nichts. Also, ich empfehle Titan. Fangen wir mal an. Respawn. Bei der Landung. Drückt mit V schon mal in die Außenansicht und schaut euch um. Also, wir haben jetzt hier schon sehr, sehr schön viel Eis in der Nähe. Und da, diese hellen Flecken. Überall. Da hinten, da auf dem Berg auch noch. Das sind Ressourcen und auch hier direkt vor uns. Wow, cool.
Ja, lasst das Ding mal landen. Es kann sein, dass es beim Landen, wenn ihr etwas schräg seid oder der Untergrund schräg ist, dass das Ding umkippt und ein bisschen rumkugelt. Wartet's ab. Wartet es ab, bevor ihr aussteigt oder sonst irgendwas macht. Lasst das Ding erstmal landen. Okay, Landung. Wunderbar. So, wie startet ihr jetzt? Ihr habt ja nichts. Ihr habt gesehen, da vorne sind Ressourcen. Fliegt schon mal direkt hin, wenn ihr welche in der Nähe habt. Ansonsten lasst es. Und guckt einfach mal, was es schon mal ist. Ja, seht ihr, Nickel, Eisen, Kobalt wäre ganz schön, aber sieht nicht so aus. Eisen und Nickel. Okay, ihr solltet anfangen mit einer Plattform. Und für die Plattform braucht ihr logischerweise Eisen. Ihr habt nichts dabei, außer Werkzeug. Hier drinne, hier hinten ist euer Survival Kit. Da könnt ihr Energie und alles aufladen. Drinne ist nichts. Aber ihr könnt mit dem Bohrer Stein bohren und das Ding verarbeitet euch Eisen. Also Stein wird zu Eisen, Nickel und Silizium. Hier drinne habt ihr ein bisschen Eis, eine Hydrogenflasche und eine Sauerstoffflasche. Ist schon mal nicht schlecht, braucht ihr aber erstmal nicht. Außer ihr wollt weitere Strecken fliegen. Ich empfehle euch, hier diese überstehenden Ecken, flext sie weg. Ihr kriegt jedes Mal eine Stahlplatte. Und so könnt ihr euch schon mal eure Plattform bauen. Und diese Außenseiten, theoretisch, wenn ihr die alle weggeflext habt, kommt ihr auf 60 Stahlplatten. Also das ist schon mal ordentlich für den Anfang. Ohne auch nur einmal den Bohrer in die Hand genommen zu haben. Ich mache das jetzt schnell. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe jetzt vorne, links und rechts die Ecken abgeflext. Hier lasse ich sie dran, weil das Survival Kit hängt ja da mit dran. Danach seht ihr, die Energie ist ein bisschen runtergegangen, hält sich aber in Grenzen. Gut, was habe ich bekommen? 60 Stahlplatten, wie ich es gesagt habe. Damit lässt sich schon mal eine Basis bauen oder eine Plattform für eure Basis. Guckt, wo ungefähr ihr hin wollt. Spielt ja keine Rolle. So. Ich empfehle eine Plattform von 4x3, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Dazu kommt ein bisschen Abstand. Ein Turm. Ganz wichtig, den Turm braucht ihr später für Energie. Habe ich nicht mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum 10? Je höher ihr kommt, umso effektiver arbeiten eure Windturbinen. Das ist nämlich das nächste Thema, Energie. Ohne Energie bringt das euch alles hier nichts. Wie viele Stahlplatten haben wir noch dabei? 35, das ist gut. Ich plane schon ein bisschen im Voraus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt ist das ganze Ding 11 voneinander entfernt. Ihr geht hin und platziert als nächstes eine Windturbine. Geht natürlich nicht, weil ihr braucht Interior Blades. Um an die ersten Ressourcen zu kommen, ist es sehr simpel. Ihr müsst nicht rumrennen und Eisenquellen suchen oder sowas, sondern ihr sucht euch einfach eine Stelle und bohrt ein Loch. Seid ihr in diesem Loch? Das habe ich jetzt mit der rechten Maustaste gemacht. Geht hin und drückt mit der linken Maustaste im geduckten Modus. Also C gedrückt und bohrt einfach mal wild auf euch los. Standardeinstellungen sind, glaube ich, 58 Floating Objects. Floating Objects oder ja, lose fliegende Sachen sind Steine. Idi. Ab der Zahl 58 oder was ihr auch selber eingestellt habt, verschwinden die mit der Zeit. Deswegen fangt einfach an, ein bisschen zu bohren. Ich halte F gedrückt und gucke einfach die ganzen Steine an, bis ich randvoll bin. Die nette Dame sagt euch auch, wann das so ist. Dann geht ihr zurück zu eurem Länder und packt es hier rein.
in das Survival Kit. Könnt auch einen Doppelklick machen, dann wird es automatisch rübergeschoben. So, 2,7, nee, 2700 Kilogramm Stein passen rein. Passiert aber nichts. Wenn ihr auf Produktion geht, seht ihr aber hier diese sogenannten Ingots oder bei euch weiß ich gar nicht, wie es genau heißt. Da drücke ich Steuerung, Shift und hau da einfach mal 7000 rein. Zum Beispiel. Ihr könnt auch 1000, 100, spielt keine Rolle. Denn je mehr hier drinne sind, umso eher könnt ihr sicher sein, dass der Stein, den ihr da reinwerft, auch verarbeitet wird. Diesen ganzen Bohrvorgang wiederholt ihr dann so lange, bis ihr genug Ressourcen habt. Denn ihr braucht Ressourcen. Für eine Windturbine, einen Basic Assembler, eine Basic Refinery braucht ihr gesamt 1,9K Eisen, 46,7 Kilogramm Nickel und 12,8 Kilogramm Silizium. Okay, woher weiß ich das? Ich habe es getestet. Wenn ihr jetzt mal reinschaut, wir haben jetzt schon 120 Kilogramm Eisen, 9,6 Gramm Nickel und 16 Kilogramm Silizium. Ist noch nicht viel. Deswegen wiederholt den Vorgang, bis ihr auf die 1,9K Eisen gekommen seid. Da könnt ihr euch dran halten, denn der Rest hinten dran, der Rattenschwanz, der wird so im selben Rahmen liegen. Da bin ich beim letzten Mal angekommen. Ich habe jetzt doch mehr gebraucht, als ich gedacht habe. Es kommt auch wohl auf den Untergrund an. Also nehmt da nicht alles für hundertprozentig, wenn ich sage nur 10 Mal. Ich bin jetzt insgesamt, glaube ich, 14 Mal hin und her. Hab aber nur 6 Minuten dafür gebraucht. Und wir sind bei 1,92K Eisen. Und das ist das Hauptziel, was wir brauchen. Jetzt könnt ihr schon in die Produktion gehen. Klickt hier auf dieses kleine Köfferchen und schon seht ihr diese ganzen Komponenten. Was brauchen wir insgesamt? Also wir brauchen eine Windturbine. Damit fängt alles an. Da braucht ihr 40 Interior Blades. Und wenn ihr die Steuerung gedrückt haltet, könnt ihr mit einem Klick 40 produzieren. Dann braucht ihr 8 Motoren, 20 Construction Components, dann 24 Gridder oder Träger und 2 Computer. So, die lasst ihr dann schon mal produzieren. Dann könnt ihr in der Zwischenzeit hingehen. Hier seht ihr auch das Loch, was ich gebohrt habe. Da liegen sogar noch Steine drin. Die holen wir uns jetzt gerade mal. Denn zu wenig kann man nie haben. Und Steine sind eure Freunde. Übrigens, mir ist aufgefallen, diese Sandschicht hier bringt weniger Ressourcen, als wenn ihr hier in diesen Felsbereich kommt. Wenn ihr hier oben anbohrt mal, hopp, bis Steine rausfliegen, seht ihr, da fällt jetzt einer runter. Okay. Wenn ihr dasselbe hier macht, seht ihr, da kommen direkt 3 raus oder 4 oder 5. Also da geht es sehr schnell, dass euer Inventar voll wird. Okay, er ist fertig. Wir nehmen die ganzen Komponenten mit. Und wir haben immer noch im Kopf, wir haben 25 Stahlplatten übrig. Also die kann man sich bei der Gesamtrechnung noch abziehen, aber wir machen das jetzt vernünftig. Wir fliegen mal da hoch und bauen eine Windturbine. Wenn ihr die nächste Windturbine hier hinstellen würdet, würden die beiden nicht mehr so effektiv arbeiten. Deswegen habe ich darauf geachtet, dass dazwischen 10 frei sind und 10 hoch. Also in diesem Bereich sind sie eigentlich ganz gut angebracht. Jetzt habe ich natürlich hier einen gesetzt, das gehört da nicht hin. So, bauen wir sie fertig. Im Optimalfall bringt diese Windturbine 400 Kilowatt. Also immer gucken, dass ihr hoch genug seid und dass die sich schön schnell dreht. Könnt ihr jetzt noch nicht überprüfen, aber gleich. Gut. Das nächste, was ihr in Auftrag geben solltet, ist der Basic Assembler. Denn, wenn ihr mal darauf achtet, wenn ihr G drückt, habt ihr euer Baumenü und da ist noch nicht allzu viel drin. Aber Progression oder bei euch Fortschritt heißt es, glaube ich, wenn ihr auf Deutsch spielen solltet, seht ihr diese Baumansicht. Und alles, was ihr gebaut habt, hängt mit etwas zusammen, wie es dann weitergeht. Also, der Basic Assembler ist an erster Stelle, den solltet ihr auch auf jeden Fall machen, denn dann könnt ihr auch bessere oder mehr Komponenten herstellen. Hier drinne ist die Produktion sehr begrenzt. Ihr könnt zum Beispiel keine Metallgitter herstellen,
Was noch? Große und kleine Stahlrohre, alles Sachen, die man zum Beispiel hierfür braucht. Metal Grid, seht ihr da, Large Steel Tube, könnt ihr alle nicht herstellen. Also, Basic Assembler. Für diesen Basic Assembler braucht ihr, wups, insgesamt 80 Stahlplatten, 40 Construction Components, 10 Motoren, 4 Displays und 80 Computer. Dafür braucht ihr das ganze Silizium. Gut, gehen wir in die Produktion. Gut, das lasst ihr durchlaufen. In der Zwischenzeit könnt ihr wieder bohren gehen und wieder da rein schaffen. Aber passt ein bisschen auf. Im Standard, ja, zum Beispiel passt auf sowas auf. Wenn gesagt wird, Energie ist kritisch, geht ihr dran, drückt F und haltet gedrückt. Energie braucht sehr lange, um aufzuladen. Wenn ihr später eine Medic-Station auf eurer Basis habt, dann geht das rasend schnell. Wenn ihr eine Kryokammer habt, könnt ihr euch einfach reinstellen, geht ein Tick schneller, aber nicht allzu schnell. So, wir sind voll. Der ist am Produzieren. Nehmen wir uns doch einfach schon mal ein bisschen was mit. Gut, wir brauchen den Basic Assembler. Der hat nur einen Eingang. Also passt auf, wo ihr ihn hinstellt. Ich mache es jetzt für mich, dass ich ihn nach hinten stelle. Denn so kann man den später verrohren oder Förderbänder anschließen. Und die sind dann außerhalb dieses Basisbereichs. Da kann man sich hier drinnen noch bewegen, ohne Platz wegzunehmen. Und am Anfang ist es eh wurscht, ihr müsst eh immer von außen arbeiten. Oh, 60 Stahlplatten haben wir schon mal drin. Das Survival Kit hat uns alles produziert. Gehen wir mal schnell hin zurück und machen das gute Stück fertig. Nö, ich habe 80 Computer vergessen. Bis gleich. In der Zwischenzeit eine Kleinigkeit. Wenn ihr auf Control Panel geht, seht ihr von diesem Landing Pod die Antenne. Die verbraucht zurzeit 400 Watt. Schaltet sie aus. Denn die Batterie ist in 5 Stunden komplett leer. Der Beacon macht ihn nicht an. Aus. 0 Watt. Sparen. Energie sparen ohne Ende. Der Erzdetektor verbraucht auch Strom, wird zwar nicht angezeigt, aber es ist so. Schaltet ihn auch aus. Das da könnt ihr auch ausschalten. Parachute Hatch. Das heißt, der Fallschirm. Ihr steht schon, ihr braucht den Fallschirm nicht mehr. Und das Survival Kit, ihr seht, es verbraucht 200 Kilowatt maximal. Wenn wir jetzt nochmal auf die Batterie gehen. 2 Tage. Seht ihr? Ich habe nur ein paar Sachen ausgeschaltet. Und es hat damit was zu tun, dass das Survival Kit gerade nicht mehr arbeitet. Und ihr seht, ihr habt neue Sachen freigeschaltet. Wenn ihr jetzt ins G-Menü guckt, seht ihr zum Beispiel den richtigen Assembler. Ihr seht die Basic Refinery, Survival Kit und den Basic Assembler. Da sind Container hinzugekommen und noch ein paar andere Sachen. Schauen wir doch mal. Hier, der Assembler. Damit sind die Batterien auch freigeschaltet. Deswegen braucht ihr noch gar nicht auf Solar gehen am Anfang. Bringt nichts, weil nachts ist dunkel und Dunkelheit bedeutet, ihr werdet sterben. Oder beziehungsweise ihr habt keine Energie. Die Basic Refinery ist ein separates Ding. Da hängt auch der Assembler mit drin. Also entweder ihr baut Basic Assembler oder die Basic Refinery. Ich empfehle euch aber das hier, denn schauen wir mal. Das braucht ja auch etwas. Die Basic Refinery hat vorne einen Eingang und hinten. Also so rum platzieren, dass später hinten alles verbunden werden kann. Ihr könnt jetzt hingehen und schon die ganzen Komponenten oder die ganzen Ressourcen hier rausholen. Zum Beispiel den Stein, den restlichen. Das Eisen, das Nickel, das Silizium. Und packt das hier rein. So. Stein. Ah ne, Stein geht nicht, da kommt die Raffinerie. Aber das Eisen, Nickel und Silizium. Ja. Jetzt könntet ihr die Stahlplatten auch reinhauen und die sogar disassemblen. So, auseinandernehmen und dann hättet ihr wieder Stahl. Aber das braucht ihr nicht, ihr braucht die Stahlplatten. Gut. Die Basic Refinery braucht 120 Stahlplatten.
Dann braucht sie 20 Construction Components, also gar nicht allzu teuer, 10 Motoren und 10 Computer. Das teuerste sind hier die Stahlplatten. Und wie gesagt, ihr könnt das hier davon abziehen, aber müsst ihr ja nicht. Meine Rechnung, den 1,9K Eisen, beinhaltet eigentlich alles, was ihr für den Anfang braucht. Und weiter wird dieses Tutorial auch nicht gehen, weil wie man eine Raffinerie baut, sollte jeder wissen, weil ab da ist wieder alter Content drin. Wer da natürlich auch Interesse dran hat, hey, wie baut man eine Raffinerie? Leute, das ist genau dasselbe. Vorteil von diesem Assembler ist, er ist unheimlich schnell. Effektivität ist genau dasselbe. Also, braucht nicht zu glauben, dass ein besserer Assembler aus Material mehr rausholt. Also, was ihr reinsteckt. Kosten-Nutzen-Faktor ist genauso. Das Einzige, was dieser Assembler mehr kostet, ist Energie. Das müsst ihr im Hinterkopf haben. Wenn wir jetzt nämlich die Basic Refinery anschließen und der Assembler läuft und die Raffinerie, ist die Energie mit diesem einen Triebwerk, dieser einen Turbine eventuell zu wenig. Denn guckt mal, der braucht 280 Kilowatt maximal. Die Windturbine bringt maximal 400 Kilowatt. Und ihr seht, optimal. Wenn hier unten optimal steht oder nicht so optimal, dann wisst ihr, ihr müsst höher. Und das Optimal ist wichtig, denn 400 Kilowatt maximal. Und die Basic Refinery braucht 330 Kilowatt maximal. 280 bis 230, ein bisschen mehr wie 400, okay? Gut, der ist fertig. Packen wir das alles ins Inventar und schweißen das gute Stück fertig. Denn mit dieser Basic Refinery seid ihr in der Lage, Eisen, Silizium, Magnesium, Nickel und Kobalt zu verarbeiten. Silber, Gold, Platin wird von diesem Ding nicht produziert. Also selbst wenn ihr es hier findet, könnt ihr es da nicht reinstopfen. Ja? Aber Stein. Guckt mal, der geht bis auf null runter oder fast null und holt da den letzten Krümel raus. Also wesentlich effizienter wie ein Survival Kit. Bei dem Survival Kit braucht ihr Minimum. Schauen wir doch mal. Wir nehmen die mal da raus. Ah, man kann es jetzt gerade schlecht sehen. 500 Kilogramm. Ja, und bei dem hier nicht. Und ihr müsst diese Dinge auch nicht angeben. In der Produktion gibt es diese Ressourcen nicht. Der macht einfach das draus, was er bekommt. Okay, wie ihr das Ding befeuern könnt, ist euch überlassen. Von mir aus baut hier hinten einen Container. Dann habt ihr den hier dran. Kann ich bauen, weil ich nicht im Kreativmodus bin. So, ihr würdet hier einen Container dran machen, würdet das alles miteinander verbinden, würdet dann einen Kolben oben dran machen und einen Motor oder nur einen Kolben und der würde mit dem Bohrer einfach hier in die Erde hämmern und den Stein aufsammeln. Könntet ihr machen, müsst ihr aber nicht. Habe ich mal im Let's Play gemacht. Ihr seht oder könnt da sehen, wie es weitergegangen ist. Ist nur meine Art, wie ich hier weitermachen würde. Ihr könnt natürlich auch einfach hingehen. Könnt jetzt euren Bohrer schnappen. Sucht euch hier die Ressource. Hier haben wir Nickel. Da ist Eisen. Guckt, wo ihr am nächsten dran seid, wo ihr nicht zu tief bohren müsst. Oh, ihr seht, ja, okay, da wird wieder größer. Geht in die Knie, rechte Maustaste und haut ein Loch hier rein. Sammelt dann die Ressourcen, geht zurück und macht weiter. Ja, mal die Lampe an. Ja, meine Energie ist kritisch, aber es soll jetzt nicht das Problem sein. So, hier seid ihr schon am Eisen dran. Dann schnappt ihr euch ein paar Sachen oder macht euer euren Rucksack voll, fliegt zurück und packt es da rein. Aufladen müsst ihr euch immer noch an eurem Landing Pod. Seht ihr? Und schon kommt ihr sehr schnell zu sehr viel Eisen. Also, somit ist der erste Start getan. Dann könnt ihr anfangen, eure Basis weiter auszubauen, Ressourcen produzieren, ja, einen richtigen Assembler, Schiff bauen, wie auch immer. Alles klar. Mich würde freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr von diesem Tutorial haltet.
oder auch nicht haltet, lasst ein Däumchen da, vielleicht auch ein Abo. Ich bin Bloody, das war Space Engineers. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.